Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur 5. Staffel von Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind weiterhin dabei, unsere Base auszubauen. Dafür brauchen wir jede Menge Holz. Das sollte aber hier demnächst jetzt auch reif werden. 78%, das dürfte also gleich der Fall sein. Es hat auch gerade geregnet, sprich unser Wald ist demnächst erntbar. Dann können wir jede Menge bauen. Und dann könnten wir eventuell auch darüber nachdenken, langsam umzuziehen. Zumindest so ein bisschen. So ein kleines bisschen. So, warte mal. Hier hatte ich ja gesagt, hier sollen ein paar Wände rein. Ne? Hier kommen Flure hin. Ne? So in Sternform. Nein, hier ist keine Sternform. Und dann sollen hier einmal ein paar Wände rein und ein paar Räume entsprechend. Hier wollen wir, ja, es ist halt schwierig, wollen wir die Schlafzimmer hinschmeißen? Ne, eher nicht. Eher die Crafting-Zimmer und Kühlraum und so, hatte ich ja gesagt. Da müssen wir mal zusehen, wie wir den am besten runtergekühlt kriegen. Da werden wir auch mal ein bisschen testen, ob wir eventuell auch von einem in den anderen Raum pumpen können. Also ob wir hier zum Beispiel eine Klimaanlage einbauen können, die hier kühlt und dann nach hier rauspumpt. Müssen wir mal sehen, ob das einigermaßen klappt. Oder wir machen das ganz anders. Und wir bauen hier an die Ecken so Eckzimmer ran. Das könnten wir uns auch überlegen. Schauen wir mal, wir lassen uns da was einfallen. Hier kommen jetzt auf jeden Fall erst einmal. Hier ist ja der Crafting-Raum, dann kommt hier auf jeden Fall die Küche und ähnliches hin und Kühlraum. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch hier außen so basteln können. Wir brauchen, was brauchen wir denn noch? Einen Energieraum brauchen wir auf jeden Fall. Einen Entertainment Room, ja. Unsere Unterhaltungsecke. Die brauchen wir natürlich auch. Und hier wollten wir dann auch wieder nach oben bauen ein Stückchen, ne? Also hier unten und hier wieder ein Stückchen nach oben. Müssen wir auch mal sehen, wie wir das am besten machen. Hier hatte ich auch gesagt, hier kommt ein Regal, kein Regal, 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 kein Regal, Regal. Ja, das hatte ich auch richtig gezählt. Sehr schön. Vergangenheitsbasti hat was richtig gemacht. Kommt ja nicht allzu häufig vor. Die hier können wir einmal schneiden. Die kommen einmal weg. Und dann gucken wir nochmal, was wir sonst noch so in Auftrag geben können. Wobei, was ist hier los? Ich wollte doch gerade sagen. Wieso pflanzt hier niemand an? 32 mal Schrott geplündert, sehr gut. Wir ziehen einfach mal los und holen uns ein paar Supercomputer ab. Edmund holt uns ein bisschen Brandfallen, haben wir gemacht. Neue Ressource, Veggie-Eintopf, sehr schön. Veggies, da kümmern wir uns ja drum, hier mit den Melonen. Ich meine zu 800. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen viel, da müssen wir vielleicht nochmal einen Gang rausnehmen. Gucken wir dann. Im nächsten Frühling machen wir wieder einen Inventar-Check. Und dann gucken wir, ob das soweit passt. So, ihr seid hier fröhlich am Schmelzen, am Tun und Machen, ne? Metalllegierungen aus Erz werden geschmolzen. Sehr schön. Supercomputertrümmer. Ja, er hat sich auch wieder nicht verletzt. Ich bleibe dabei. Der gute, wie hieß er? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Ist schon wieder Jahre her, dass der hier war bei uns. Quinn, das ist einfach ein Verletzungsheini. Der verletzt sich einfach ständig. Das liegt an Quinn, das liegt an nichts anderem. Wobei der Gedanke natürlich auch sehr gut war, dass es eventuell an der Expedition an sich liegt. Aber da würde ich sagen, haben wir jetzt den. Die Statistik spricht dagegen. Die Statistik spricht dafür, dass es einfach an ihm liegt. So, wir werden hier das kleine bisschen, das werden wir auch noch wegreißen. Wir bewegen einmal das Trockengestell nach hier. Und dann kommt das weg. Und das weg. Einfach mal ein bisschen aufräumen hier. Abreißen. Dann haben wir hier noch ein bisschen was frei. Da können wir, schmeißen wir einfach alles rein, ne? Schmeißen wir alles rein, was hier so ansteht und gut ist. Neues Insektennest. Guck mal, sogar in der Nähe. Das ist ja mal gut, ey. Da können wir gleich mal kurz vorbeigehen, ne? Wie viel haben wir's? 6 Uhr. Na, dann gehen wir doch sofort mal vorbei. Ich
hoffe zumindest, dass jetzt niemand angreift. Zumindest nicht neben uns spawnt. Das wäre schön. So, wer gewinnt hier? Zack. Tot. Oha, Edmund steht hier ganz alleine. Eieiei. Warte mal. Das sollte so eigentlich nicht sein. Jawohl. Jawohl. Jetzt geht's hier rund. Wenn ihr nicht so sehr verfehlen würdet, dann würde es hier noch viel runder gehen. Schönes Ding. So, da hinten ist noch einer. Ich würde sagen, den schießen wir uns noch eben weg. Sehr schön. Und dann rennen wir einmal hier rüber. Und nehmen uns den ganzen Kram einmal mit. Moment, wir werden hier angegriffen. Da hat sich noch einer versteckt, ey. Das gibt's doch wohl nicht. So, das haben wir auch. Sehr schön. Dann können wir hier einmal den ganzen Kram abbauen. Dann haben wir nämlich hiervon jede Menge mehr. Und dann können wir auch wieder ein bisschen besser herstellen. Du kannst schon mal wieder nach Hause gehen. Du, Kana, auch. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass Vicente mit seiner Physiologie 7, der Mann, warte mal. Du hast 1, 3, 7... Vanessa kann auch noch hier bleiben, ne? Warte mal, erstmal können wir sowieso alle Einberufung aufheben. Dann würde ich sagen, Vanessa nimmt mal die mit und Vicente nimmt einmal die mit. Achso, ich wollte gerade sagen, wo ist Vanessa denn? Edmund bricht fast zusammen. Ja, ich hoffe mal, der kann sich noch schnell erholen. Besser ist. So, Edmund, warte mal, was fehlt dir denn? Vielleicht können wir ihm ja noch kurz helfen. Hier, warte mal. Gibt's was, was du besonders gerne machst? Nein. Dann spielen wir Dart. Und Kana macht ein bisschen Musik. Kann ja nur helfen. Edmund spielt auch noch ein bisschen Musik. Kana. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Essen können wir dann gleich. So, wunderbar. Du hast was mitgenommen. Vicente hat hoffentlich auch was in der Hand. Ja, Vicente hat auch was in der Hand, aber nicht sonderlich viel irgendwie, ne? So, das wird nach und nach abgeholt. Wunderbar. Haben wieder ein bisschen mehr Nano-Röhrchen. Jetzt auch nicht Unmengen, aber besser als nichts. Okay, und das hier ist weit, weit weg, ne? Wir könnten aber natürlich trotzdem einfach mal... Ich meine, das ist schon... Ja, es ist weit weg, aber... Es ist zu weit weg. Ich glaube, es ist zu weit weg. Wir gucken einfach mal. Wenn jetzt gleich die Stimmung so richtig runtergeht, weil sie meilenweit laufen müssen, dann müssen wir da nochmal... Dann brechen wir das Ganze wieder ab. Aber ich denke... Versuchen können wir es. Ach, guck mal hier jetzt. Jetzt geht's hier rund. Sehr geil. Jetzt ist das Eis, glaube ich, gebrochen. Jetzt werden wir für immer und ewig bauen können. Dann können wir jetzt hier auch wieder anfangen, die Wände und ähnliches zu bauen. Dann können wir jetzt fröhlich weiterbauen. Sehr schön. So, immer schön diese hier, damit wir wissen, in welche Richtung sie orientiert sein sollen. Und zwar möchte ich ganz gerne die einmal in diese Richtung und die einmal in... Nee, warte. Genau andersrum. Von hier nach da. So. Dann gucken wir mal, was daraus wird. Hier müssen wir gucken, ob wir die Tür überhaupt drin lassen. Könnten wir eigentlich rausnehmen. Schauen wir mal. Und dann, wie gesagt, muss nach hier hin, muss es wieder höher werden, das ganze Thema, ne? Gucken wir mal, ob wir, wir werden erstmal hier weiterbauen. So, dann haben wir hier leider keinen, ja, hier haben wir leider keine Mitte. Schade ist das. Aber auch nicht ganz so schlimm. Da müssen wir uns überlegen, wie wir das mit der Küche machen. Also, wir könnten die Küche... Mh,
Die Küche könnten wir theoretisch hier hinbauen. Hier in diese Ecke. Hier haben wir eine Küche. Und dann könnten wir hier unseren Freizeitbereich bauen. Oder eben auf jeder x-beliebigen anderen Seite. Das müssen wir uns überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Könnte man machen. Hier die Küche, so hier den Herd und so. Zwei Herde natürlich. Hier drüben den Freizeitraum. Kühlraum auf jeden Fall hier in die Richtung. Der kommt auf jeden Fall hier hin, weil hier sind ja die Felder. Ne? Müssen wir mal gucken, wie weit wir dann die Felder auch noch ranziehen können. Die werden wir dichter an unsere Base ranziehen auf jeden Fall, das ist klar. Ja, hier ist der Kühlraum aber am sinnvollsten. So, wir könnten den Kühlraum aber natürlich auch um die Ecke bauen. Oder wir bauen ihn hier links und rechts. Das können wir natürlich auch machen, haben wir zwei. Wobei zwei natürlich auch wieder nicht so von Vorteil ist, da brauchen wir dann mehr Klimaanlagen. Also einer wäre besser. Einer wäre eindeutig besser. Heißt, was spricht dagegen, hier die Küche hinzuschmeißen und dann hier die Entertainment Area? Eigentlich nicht viel, ne? Eigentlich nicht viel. Vicente und Rita ernten und pflanzen. Sehr schön, wow. Gibt's ja richtig was zu ernten. Aber die ziehen auch so durch, ne? Das ist unfassbar. Wahnsinnig schnell. Ja, die zwei kommen gut klar hier. Auf den Feldern. So, wir werden aber mit Sicherheit gleich auch ein paar Platzprobleme wieder bekommen. Heißt, wir sollten dann demnächst mal den Kühlraum fertigstellen. Wobei, ne, ja, warte mal. Dann haben wir ja, wenn wir hier, ist es ja egal, ob ich das jetzt auf die Seite baue oder auf die Seite baue. Das ist ja, das macht ja im Grunde genommen keinen Unterschied. Wir bleiben einfach, ja, wir setzen hier die Küche hin, hier den Kühlraum und dann gucken wir mal weiter. Dann schauen wir einfach mal. Dann gucken wir einfach mal. Einfach mal dann einfach machen und dann mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir uns etwas Neues überlegen, nicht wahr? Hör mal. Das macht uns doch zu Menschen. Spontan mal unsere Taktik anpassen. So, die brauchen wir auf jeden Fall auch. So, wunderbar. Dann setzen wir hier noch einen Raum hin. Nicht so rum, sondern andersrum. Der geht. Nee, warte. War doch richtig. Das war doch richtig. Holz. Ja, Wandboden, Holzboden, hä? War das doch die Holzbretterwand, ne? Ja. Der Gedanke ist, dass wir halt, hier haben wir ja die Flure und dass hier die Bretter, die Balken, die senkrechten, immer in Richtung Flur zeigen. Ne? Sprich, so. Und hier dann ganz genauso. Dann haben wir das hier. Holzbretterwand. Einmal so. Und Holzbretterwand. So nicht. Sondern so. Gut, das hier wäre dann unser Kühlraum. Der ist gar nicht mal so groß. Hier muss auf jeden Fall eine Tür rein. Das ist klar. Starke Hitzewelle. Solltet ihr eigentlich mit klarkommen? Hoffe ich zumindest, dass ihr damit klarkommt. Schön wäre das. Ja, wie ich vermutet hatte, jetzt werden wir hier konstant Holz abbauen. Aggressive Tiere? Kein Problem. Absolut kein Problem. Vermute ich.
ein cooles Bild hier, wie sie von hier oben lauern. Mit unserer Base im Hintergrund. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. So, dann könnt ihr alle mal herkommen, Freunde. Kurz noch mal ein bisschen weiterarbeiten. 15 Uhr ist es. Und herkommen. Gut. Einer steht noch draußen. Ja, mit zwar noch mal zwei Leute mit Pfeil und Bogen, aber das ist nicht weiter wild. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, einige Käfer, die explodieren. Ein paar Brutmuttern, die können wir wieder schlachten. Das ist sehr schön. Dann kriegen wir wieder ein bisschen mehr Fleisch. Ein bisschen mehr Insektenfleisch. So, ihr geht jetzt gleich eh alle hoch hier. Uiuiuiuiuiui. Alle tot. Oh, warte mal, das ist hier halt nicht so ideal, ne? Dass wir da... Da kommen wir mit unseren... Hier, mit unseren Pulsgewehren kommen wir da nicht ran, wie es aussieht. Vanessa wird verletzt, beziehungsweise Kana. Kana stellt sich mal bitte ein Stückchen hier zur Seite. Genau so. Schon haben wir alles gelöst. So. Einmal die Brutmütter schlachten. Einberufung aufheben. Ihr könnt alle nach Hause gehen. Wie sieht's hier aus? Sind wir hier bei 100%? Nice. Schön. Können wir den auch mitnehmen. Traumhaft. Gut. So, beim letzten Mal haben wir auch angefangen, hier so ein bisschen unsere Verteidigung, die Strom braucht, aufzubauen. Mal gucken, wie weit wir da dann weitermachen, beziehungsweise wann wir da weitermachen. Ich würde tatsächlich jetzt erstmal mich so ein bisschen hier auf die Base fokussieren. Die Angriffe sind ja sehr gut abzuwehren, das ist ja kein Problem. Was wir natürlich auch machen sollten, ist hier unsere Raygun 2.0. Die sollten wir uns natürlich bauen, das ist klar. Das ist wichtig. Die hier können wir allerdings mal rausnehmen. So. Pulsgewehr können wir dann auf jeden Fall noch machen. Also ein Pulsgewehr können wir uns auf jeden Fall noch verbessern. Das verbesserte Pulsgewehr sollten wir uns herstellen. Hierfür haben wir nicht genug Ressourcen für die Energiezellen. Die stellen wir uns aber auch hier her. Heißt, die Energiezellen, die können wir hier eigentlich auch rausnehmen. So. Elektronische Geräte lassen wir noch mit drin. So für den Notfall. Hier haben wir nicht genug Ressourcen. Hier fehlen uns. Was ist das für ein Zeichen? Energiekristalle, natürlich. Energiekristalle. Es fehlen immer Energiekristalle. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob wir da vielleicht nochmal... Wir haben jetzt hier schon zusätzlich angepflanzt, ne? Wir sollten auf jeden Fall düngen. Düngen sollten wir. Wie sieht's mit... Silizium aus. Silizium 836, mehr als genug. Silizium ist also kein Problem. Dann können wir hier theoretisch auch ein bisschen verkleinern, ne? Hier können wir wohl ein bisschen verkleinern. Warte mal. Verkleinern wir mal um die Hälfte und setzen dann dort stattdessen... ...die Energiekristalle hin. Und hier müssen wir auch mal sehen, das pflanzen wir einfach weiter an. Das können wir dann fröhlich immer verkaufen. Das ist ja auch gut. Dann verkaufen wir den Stoff immer ein bisschen, wenn was verkauft werden soll. Ja, aber Credit-Probleme haben wir halt auch gar nicht, ne? Das ist halt komplett unproblematisch. Also wirklich, muss ich sagen. Also, oha, Kana zieht aber richtig durch. Wie sieht's denn aus bei dem mit der Physio? Sieht ganz gut aus, ne? Ja, und Vanessa darf dann gehen. Hatten wir uns ja drauf geeinigt, also ich habe das bestimmt.
Gut, hier wird wunderbar gebaut, das ist herrlich. Jetzt müssen wir hier natürlich noch ein paar Türen reinziehen. Wir werden einmal hier eine Tür reinnehmen und einmal hier eine Tür rein. Genau, die sind drei breit, ne? Ja, dann müssen wir die auf jeden Fall hier hinstellen. Brauchen wir mal eins für unser gemachtes Essen. Dann kommt hier die Küche rein, hatte ich gesagt, ne? Hatte ich gesagt, auf jeden Fall. So viel Platz brauchen wir für die Küche eigentlich nicht. Werden es aber trotzdem so machen, weil es einfach hier dann schicker passt. Okay. Und dann kommt hier der Kühlraum rein. Den Kühlraum hätte ich ganz gerne wieder aus Altmetall. Ist natürlich ein bisschen teuer, das ist mir durchaus bewusst. Aber das passt schon. Dann machen wir das so, dass wir einmal... Ja, hier kommen jeweils die Regale hin und dann werden wir hier einen Gang durchziehen. Ne, dass man von hier einmal komplett durchgehen kann. Und dann müssen wir nur noch mal gucken, wo wir dann am besten die Klimas hinschmeißen. Wahrscheinlich hier am Ende müssen wir nur sehen, ob die ausreichend sind. Prüfen wir alles, überprüfen wir alles. So, dann... Hier einmal durch. Dann müssen wir hier die Türen allerdings an einen anderen Spot legen. Sollte aber auch nicht so problematisch sein. Vielleicht auch hier vorne einfrei, ne? Ja, ja, ja. Warte mal, wir machen das mal folgendermaßen so. Oder wir machen das so. So ist es noch besser. Dann können wir nämlich auch schön hier Klimaanlagen anbauen. Machen wir das so. Also. Achso, aber hier müssen wir natürlich auch hier... hier muss natürlich jetzt erstmal alles raus, ne? Sonst würde nichts. Einschränkung kopieren, Einschränkung einfügen. Dann können wir uns hier diese Regale auch einmal... Nein, verdammt. Kopieren. Ziehen hier einmal durch. Und dann können wir hier... Könnten wir theoretisch auch komplett... So. Zack. Gucken wir mal, ob das jetzt so passt. Der Kühlraum ist mir ehrlich gesagt ein bisschen klein. Vielleicht machen wir doch noch einen zweiten Kühlraum draus. Oder wir machen hier einfach auf und dann können sie durch den Kühlraum immer rausgehen. Das wäre auch eine Lösung. Schauen wir uns an. Das schauen wir uns an. Wir haben sogar ausreichend Altmetall. Das ist ja interessant. Und ein Test, dann werden wir, warte mal, wir haben doch bestimmt Licht und Wärme. Ja, Klimaanlagen haben wir sogar. CPU-Kerne sind ja auch kein Problem. Heißt, wir werden einfach uns den Kühlraum jetzt schon fertig machen. Ja, so machen wir das. Holzparkett kommt hier überall rein. Wobei hier an der Stelle hätte ich eigentlich ganz gerne... Aus Stein hätte ich das ganz gerne, ne? Ja. Keramikkacheln. Ich finde, die passen besser so zu einem Lagerraum und zu einer Küche eigentlich auch, ne? Wenn mal was auf den Boden fällt. So, machen wir das so. Dann kommen wir hier rein und dann können wir hier auch wieder die Tür an die richtige, in Anführungszeichen, Stelle setzen, nämlich an die gleiche wie hier. Ja. Machen wir jetzt nochmal schnell. Hier einmal hier und einmal dort. Wunderbar, es geht voran, es geht voran. Freue ich mich. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit, Likes und Kommentare. Herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wir sehen uns in der nächsten Folge der 5. Staffel von Stranded: Alien Dawn oder in einem anderen Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.